Zwei Wochenenden, zwei Rennwochenenden hat das Formel-1-Team von Renault überhaupt gar keinen Punkt gemacht. Jetzt in Singapur könnte das wieder anders laufen. Die Strecke liegt unserem Wagen eher als Spa und Monza. Aber erst einmal, hallo, willkommen zurück bei F1 2018. Großer Preis von Singapur. Das ist viel zu hell. Kann man sich die Strecke ja gar nicht geben. Aber so werden wir sie erleben. Im Training. Nachrichten lesen, mal gucken, was Karl zum Reglement sagt. Wochenendvorschau, Entwicklung abgeschlossen und Wettervorhersage. Sechs Programme in Arbeit. In Bearbeitung. Klingt auch komisch. Ich schließe sechs Trainingsprogramme ab. Noch zwei Rennwochenenden. Ja, die Reifen, die roten, werden übersprungen. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben eine verbesserte Gewichtsumverteilung und schon Stufe 2 von der Reifenabnutzung verbessert. Und es soll nicht regnen, das finde ich gut. Unser Wert liegt über dem Vertragswert. Hätte ich vielleicht nochmal den Rennbonus etwas rauskitzeln können. Und ja, ich hätte auch am letzten Rennwochenende hier schauen können. Jetzt habe ich Strapazierfähigkeit 5 Sachen entwickelt und beim Chassis auch 5 Sachen. Aktiv ist gerade nichts in der Entwicklung, aber wir sammeln wieder Ressourcenpunkte und dann geht's wohl auch dem Antrieb an den Kragen. Womöglich. Auf dem Leistungsdatenblatt haben sich nicht Red Bull verbessert, auch nicht Sauber und auch nicht McLaren. Ansonsten geht's stetig voran. Und sonst... Teil habe ich ja schon einbauen lassen. Dann geht's los. Ja. Ein herzliches Willkommen an alle Rennsportfans, die heute live mit uns dabei sind, wenn hier in Singapur gleich die grüne Ampel angeht. Also dann, Stefan Römer, wir hatten ja aufgrund der momentanen Regelung mit den drei verschiedenen Reifenmischungen in den letzten Jahren einige sehr strategische Rennen. Die Reifen wurden ja immer im freien Training ausgewählt und das war dann natürlich auch der Grundstein für diese Strategien. Was hältst du denn von den aktuellen Reifenregularien? Wir haben einige, ich würde jetzt nicht sagen spannende, aber doch zumindest interessante Rennen gesehen. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Wie lange kann ein Fahrer mit einem Satz draußen bleiben? Oder kann er durch Aufziehen von ultraweichen Reifen Zeit gut machen? Solche Sachen eben. Wenn alles zusammenspielt, haben wir am Ende mehrere Autos auf verschiedenen Reifen, die sich Rad-an-Rad-Duelle um die besten Plätze liefern. Insgesamt war es definitiv ein Gewinn für den Sport, denke ich. Der sah ganz schön, nein, nicht matt aus, ziemlich farblos aus, der Ferrari. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Schauen wir mal. Training 1. Besonders auf die Reifenabnutzung freue ich mich beim Chassis, wobei ich freue mich überhaupt, wenn es mit der Entwicklung vorangeht. Aber weniger Reifen verbrauchen oder mehr Reifen verbraten können... Das ist nicht schlecht. Regnen soll es in Minute 45. Okay. Ich wollte sagen, nicht. Gleich mal dazwischen gefunkt. Und Minute 45, dann starker Regen. Da soll es trocken sein. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Ja. Sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Aber erstmal muss ich mein Auto einstellen. Und zwar... Vorne 11, hinten 8. Und die Höhe in Monza habe ich gemerkt, ich war im Rennen der Wagen, der am meisten Funken geschlagen hat. Das war zu niedrig eingestellt fürs Rennen mit dem schweren Tank. Mit dem schweren Wagen, mit dem vollen Tank. Dann gehen wir hier sicherheitshalber einfach mal auf 19. Singapur ist relativ bodenwellig, auch wenn es hier nicht große Höhenunterschiede gibt. Recht bodenwillig. Dieser Stadtkurs, weil da normalerweise der Straßenverkehr unterwegs ist. Jeder kennt das, glaube ich, auf einer Straße, wo ganz viele Busse langfahren. Wie sich da auch der Asphalt dann einfach zur Seite schiebt, wo dann richtige Fahrrinnen zu sehen sind.
So krass ist das hier nicht, aber es ist halt ein Stadtchaos. Mit den weißen Reifen. Ich will die Rennstrategie ganz gerne auf den Lilas fahren. Dann will ich mal gucken, ob wir damit dann und den Hypers gucken können, mit einem Stop durchzufahren, ob das unser Team so vorausberechnet. Ansonsten werden die Gelben auf jeden Fall halten. Und mit denen können wir dann durchfahren im Rennen. Also Rennstrategie auf den Lilas und hoffen, dass wir da gut genug zu den Reifen sind, natürlich auch schnell, dass wir Lila und einmal Rosa fahren können und ein Stop fertig. Teile kurz zeigen. Das sind sie für das Freitraining. Zum wohl letzten Mal der Turbolader im Einsatz. Dieser hier. Ab dem nächsten Rennen fahren wir ohne Turbolader. Mann, sieht das seltsam aus, so hell. Es ist zwar gar nicht, upsala, mehr neu, aber immer noch höchst seltsam. Singapur bei Tag. Er zerbricht. Also irgendwie will der erste Funkspruch nicht so richtig funktionieren. Wetter bricht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Das Herausbeschleunigen war jetzt komisch. Der Wagen, wie viel Grün hier doch eigentlich ist. Also, dass hier doch einiges an Grünzeug rumsteht, ist mir bewusst. Aber das wirkte gerade verdammt grün. Bei der Rechtskurve. Ich finde beim Nachtrennen, bei der kleinen Geraden, die jetzt gleich kommt, wirkt es mit der Beleuchtung gleich zu unserer Rechten immer auch wie ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus bei Nacht. Entschuldigung. Das ganze Grün, was jetzt kommt auf der Rechten, mit der Beleuchtung, das wirkt alles immer wie ein Gewächshaus. Hier, das ganze Gepflänz und Gebäume. Dann ist das große Schiffshotel, wo wir jetzt gleich drauf gucken, da. Was man hier alles sieht bei Tag. Höchst interessant. Bin mal gespannt, wie sich der Wagen so fahren lässt, wenn ich wirklich schnell fahre. Das war nicht gut. Oh. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ja, so ein Gefühl, dass das Heck irgendwie schwammig ist, das hatte ich schon vorher. Als ich in der Outlap war und jetzt immer noch bin. Also aufsetzen werde ich nicht, das höre ich auch nicht, dass wir aufsetzen. Ich hoffe, das ist nur den gelben Reifen geschuldet, wobei, wenn wir einen Stop fahren wollen, mit den Reifen fahren müssen, wäre das kacke. Mal gucken, was ich für einen Eindruck habe. Nach ein paar Runden. Zu langsam ist. Aber ja, das Heck wirkt irgendwie unruhig, irgendwie schmierig. Gebremst. Hier ist mir das vorhin aufgefallen, vor genau einer Runde, dass das Heck etwas seifig ist. Das sage ich einfach mal. Auch zu langsam, Mann. Ich sehe schon, ich und die Strecke, wir verstehen uns gleich von der ersten Runde an. Auch hier, wenn ich jetzt etwas die Reifen habe durchdrehen lassen, ja, aber das Heck wirkt nicht so, wie es sollte. Hier ging es wiederum bei der Kurve. Bei dem Ausgang. Kann man gut im dritten durchfahren.
Auch hier beim Ausgang ist es mal wieder schmierig. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Ach so, okay. Vielen Dank für die Hinweise. Hier kann man bestimmt mit besseren Reifen dann auch locker am dritten durchfahren. Aus diesem Kurvengeschlingel da heraus. Mist. Aber die Runde ist schon mal für den Anfang besser. Das habe ich jetzt kaum gesehen. Ich habe nämlich wieder bewusst dann, aber ich konnte es nicht mehr ändern, zu früh gebremst. Also mir wurde es bewusst, aber da war es schon zu spät, um dann noch zu reagieren. So, vorhin war das hier der dritte Gang. Dafür war das nicht gut. Mercedes. Kann es sein, dass hier mehr Platz ist zwischen der weißen Linie und der linken Wand? Bei dieser Kurvenausfahrt da. Tut mir leid für den Hintermann, aber Pech. Diesmal bin ich da nicht angeeckert. Wieder kommt das Heck rum. Doof verpasst. Weit weg von Lila. Ich glaube, der Mercedes ist rein. Schnauze voll. Hey, Kurve bekommen. Anders als letzte Runde. Ja, Hintermann ist weg. Hey, geschafft. Es wird von Runde zu Runde wieder besser, so wie es sein sollte. Das auch geschafft, schön. Den Bremse kommen wir schon mal näher. Ist auch gut. 2,5 Sekunden schneller als die eigene Bestzeit. Hätte ich jetzt gedacht, es wäre zu langsam gewesen, aber nein, war es nicht. Alle Tore mitgenommen. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Möglichst schnell in die Garage. Dass wir endlich frei fahren können. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 47,0. 47,0. Fahrer vor mir. Sirotkin liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,2. 1,8 Sekunden vor uns. Ich fahre gleich 0,8 Sekunden schneller. Das Sirotkin auf jeden Fall ist ein lahmer Arsch. Sagt der, der gerade letzter im Zeitentableau ist. Und beinahe da aneckt. Wo Leclerc das im echten freien Training gemacht hat, 2018. 1,1 Sekunde schneller als die bisherige Bestzeit.
Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Die hat gelbe Reifen drauf. War sogar der sechste Gang drin. Also der Wagen gefällt mir noch nicht. Der schmiert etwas in einigen Kurven. Er rutscht etwas. Aber damit kann man umgehen. 1,6 Sekunden schneller. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Bei dem Tempolimit-Zeichen da denkst du, oh, zu schnell, aber erst bei der Linie. So, Zeit ist notiert. Ach, was ich nochmal nachschauen wollte, was jetzt mit der Strapazierfähigkeit ist. Also, Karl hat da nichts gesagt mit hier. Jetzt ist da wirklich eine Regeländerung in Kraft getreten für die nächste Saison. Aber ich wollte nochmal nachschauen beim F&E-Baum. Naja. Ultras, genau, mit denen fahren wir raus. Wie die sich so fahren lassen. Gleiches Setup, gleiche Bedingungen. Mal gucken, ob das deutlich besser ist. Wenn ja, dann sollte ich die Gelben vielleicht im Rennen halten. Aber wie sieht es mit einem schweren Wagen aus? Könnte sich nochmal ganz anders fahren lassen. Auf Stadtziel ist gerade niemand. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wetterbericht. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Am schnellsten sind wir durch mit der Reifenmanagerei. Ich muss mal gucken, wie schnell die Lilas im Vergleich zu den Gelben sein sollen. Aber ja, die Reifen lasse ich immer bedeutend angenehmer fahren. Bisher habe ich noch kein Schmieren festgestellt. So ein leicht herumkommendes Sex und leicht ausbrechendes. Ja, die Reifen sind um Längen besser. Damit lässt sich arbeiten. Soll ich im Rennen dann zusehen, auf jeden Fall die Gelben zu vermeiden, wobei ich müsste sie halt auch mal unter vollen Tankbedingungen fahren, wenn ich es richtig genau machen will. Dann vielleicht rosa, lila, lila. Mal schauen. Ich meine, ich könnte mit den Gelben auch arbeiten, siehe letzte Runde, die Inlap, aber das ist hier gleich mal ein ganz anderes Gefühl. Noch bei dieser Kurve, da will kein Heck irgendwie herumschmieren. Das flutscht einfach. Ja, dritter Gang war Quatsch. So, Reifen schon. Hier kann ich den dritten gleich durchziehen. Das werde ich vielleicht nächste Runde mal probieren. 7 Zehntel schneller. Da ist gleich viel mehr Vertrauen da. Jetzt schon knapp 1,2 Sekunden Vorsprung. Bedeutend besser Reifen. So viel Vorsprung, wie ich jetzt habe, hatte ich am Ende der letzten Inlap. Das war zu weit rechts. Glaube ich. Mit 2,7 Sekunden Vorsprung. Den vierten will ich hier, glaube ich, nicht probieren an der Stelle. Der dritte ist schon ziemlich ideal.
Jetzt bin ich zu weit links für die Kurve. Kein sechster Gang. Die Kurve besser erwischt. Vier Sekunden schneller. Kann man auch schön den sechsten nehmen. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. So, vierter Gang, aber langsamer. Ach ja, ich wollte den dritten Gang probieren. Ups. Zu weit außen etwas. Ein zehntlichen Rückstand. Zu weit innen. Zeit außen. Aber auch nur 1,2 Zehntel langsamer als letzte Runde. Mal kurz Vorsprung gehabt. Update beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 42,4. 4,6 Sekunden schneller. Das ist heftig. Ja, zu lang der vierte. Mist. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Und Nase, genau, kaputt. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur bringfähig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlucken. Man merkt sofort, wie das Ding weniger leistet. Wow. Was wackelt denn hier so? Bodenwelle. Kurz Zeit notiert auf Hülkenberg, muss ich noch gucken. Und dann gucken wir gleich nochmal bei der Strapazierfähigkeit nach. Da irgendwie ein Hinweis steht mit Achtung, wir müssen auf jeden Fall mit Regeländerungen rechnen. Die sind beschlossen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Das Setup habe ich jetzt nicht verstört. Hülkenberg, wie auf der 2. Hülkenberg. Ach Mann, du. Hülkenberg. Gut, dann sind wir durch. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Verstappen, Grosjean und Daniel Ricciardo. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Keine 2 Sekunden zwischen dem 1. und dem 15. Aber ich kann schon mal sagen, mir gefallen die Lilas bedeutend besser als die Gelben. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Lila. Es scheint, als könnte Ihnen Ihr Rivale noch die ein oder andere Lektion erteilen. Ja, warum nicht? Das ist lange her, dass wir im freien Training mal wieder so ein Interview hatten. Ich glaube nicht, dass er der bessere Fahrer ist, aber... Er hatte heute den besseren Wagen. Nee. Wir hatten den tollen Wagen. Jeder Fahrer hat seinen eigenen Stil. Von seinem Stil kann ich noch etwas lernen. Kann man, ja. Man kann von jedem lernen. Außer vielleicht von Maldonado. Wir haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Also die gelben Reifen waren ziemlich... Bleh. Der Ruf bei Pirelli ist gesunken. Der Wagen ist viel gerutscht. Wir müssen uns um den Abtrieb kümmern. Ja, um Abtrieb kümmern müssen wir uns, aber der Wagen ist nicht deswegen hier so viel herumgerutscht. Der Wagen ist nicht besonders gut für diese Strecke geeignet. Das ist Quatsch. Das ist mir bei der Fahrt nicht aufgefallen. Vielleicht muss ich mir in der Wiederholung noch mal in der Wiederholung anschauen. Nö. Dann kriegst du nix. Tja. Trotzdem danke.
So ist das. Arbeitsplatz. Ah ja, Ressourcenpunkte erstmal gucken. Ich habe ja gar nicht geschaut, die einzelnen Teamziele, das muss ich noch machen, zwecks Autoeinstellung. F und E Baum. Nee, hier steht nichts. Zumindest nicht auffällig. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Vielleicht kommt das noch. Mal schauen. Wir wollen gerade eh nichts in die Strapazierfähigkeit entwickeln. In der Strapazierfähigkeit entwickeln. Und wenn es da eine Regeländerung gibt, dann können wir es nicht ändern. Dann müssen wir da halt investieren. Aber ich fahre jetzt T2. Da muss man die Teamziele nochmal anschauen. Yeah, endlich wird's dunkel. Teamziele. Gewichtsverteilungsbremsen. Reifenabnutzung. DRS-Test. Autoeinstellung muss ich beachten. Das ist schneller Sektor 2. Spitzengeschwindigkeit. Oh oh. Und die 5 Kurven haben wir schon gereiht. Dann fahren wir jetzt das Reifenmanagement auf den Reifen. Ja, meinetwegen. Wie viele? Ich weiß, Rosas? Es ist verlockend, sich ganz 2. Und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Dann fahren wir die jetzt. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Für nur wenige Runden sollten mir die Rosas nicht liegen. Also hinsichtlich Abnutzung. Die sollten mehr Grip bieten, also sollte das eher mein Fall sein. Für die paar Runden. Ich weiß, ich kann nichts verstellen, aber ich habe halt ein paar Routinen. Dass ich gewisse Anzeigen von der MFA einfach offen haben will. Aber ich könnte ja, wenn ich hier nichts verstellen kann, einfach mal die Temperaturen offen lassen. Ja, das sieht doch nach Singapur aus. Da sieht man zwar die ganzen schönen Bäume nicht mehr so deutlich, aber jetzt hat es wieder so ein Gewächshaus-Flair. Beleuchtetes Gewächshaus. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen. Im dritten Gang dadurch. Die da alle herumfotografieren. Die fotografieren bestimmt auch, wenn gerade kein Wagen vorbeikommt. So, kann man das hier im Spiel auch so wahrnehmen? Gewächshaus, Flair, hier zur Rechten gleich. Das sieht eigentlich immer so aus, wenn man hier das jetzt. Fernsehen wirkt das mit den Scheinwerfern und den Blättern darunter immer noch ganz anders, wenn man da auch entgegen der Fahrtrichtung drauf schaut. Na gut, es gibt doch ein paar wichtigere Dinge. Und jetzt sieht man das Schiffshotel nicht mehr so deutlich. Auch wenn es beleuchtet ist. Gut, aber ich habe mich auf was anderes zu konzentrieren. Ich wollte das ja offen lassen halt. Den Bremsen ist warm. Uns egal. Ich werde jetzt nicht groß Benzin sparen, vielleicht am Ende der nächsten Geraden, aber an sich will ich einfach die Zeit erstmal hinbekommen und dann schauen, wo ich wo arbeiten kann. Jetzt vielleicht noch bei der Gewächshausgeraden etwas sparen, aber jetzt muss ich erstmal Zeit gut machen. Ich habe nämlich einen gewaltigen Rückstand.
etwas zu weit außen. Hier könnte man gleich am Ende noch etwas Sprit sparen. Aber ich muss massiv Zeit gut machen und der Sprit ist gerade gut grün. Da spare ich jetzt nichts. Ich glaube, die Runde wird nämlich überhaupt nichts. Aber sie könnte noch. Sekunde noch, schade. Das wird wohl zu viel Rückstand sein. Jetzt wird's grün. Super. Damit haben wir grün. Okay, gute Runde, aber da geht noch wesentlich mehr. Nicht locker lassen. Zeit noch grün. Gewesen. Halbe Sekunde schneller als letzte Runde. Ich hier viel zu langsam rein. Viel zu Rückstand. Hier etwas besser reingekommen als letzte Runde. Benzin fast lila. Aber nur eine halbe Sekunde Rückstand, scheiße. So, genug Luft, jetzt wird Gas gegeben. Zeit grün, Benzin, lila, super. Und eine Kurve. Und das passt super. Hier, gerade in dieser Kurvensektion, lasse ich noch am meisten Zeit liegen. Das war bisher überhaupt nicht berauschend. Aber es ist gerade mein Lieblingsteil auf dieser Strecke. Muss der Wagen abkühlen mit uns. Als Fahrer. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, die Lupfstellen fahre ich jetzt schnell weg. Wie der Wagen einfach greift mit diesen Reifen. Was für ein Grip. Wenn wir hier nicht mit rosa und lila mit einem Stop durchfahren können, dann setze ich hier auf jeden Fall auf zwei Stops. Hauptsache ich muss die gelben nicht fahren. Stand jetzt. Boxenstop. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Dreiviertel Sekunde war ich jetzt nochmal schneller. Update, beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,43,2. Aber langsamer als mit den Lilanen. Ob Hülkenberg jetzt eine brauchbare Zeit für uns hat. Data Kommunikations. Jetzt
Jetzt muss ich aber erstmal das Auto umstellen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 43,2. Strom sparen auf den Lilas, genau. Das werden meine Lieblingsreifen an diesem Rennwochenende sein. Fertig. Warum können die gelben Reifen nicht zu Hause bleiben und dafür die roten mitkommen? Nach Singapur. Mann. Auf Rot und Lila war das im Rennen auch immer ein einfaches Spiel mit einem Stop. Zwei auf Startziel. Noch. Jetzt vorbei. Da kommt keiner mehr. Wetterbericht. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Am schnellsten bist du gerade mit Trockenreifen voran. Und die Lilas gefallen auch gleich wieder. Die Lila-Reifen, die rosa Reifen waren ja praktisch ein Hassobjekt hier in Singapur, echt. Keiner wollte diese wirklich fahren, aber im Qualifying Q2 waren die schon irgendwie Pflicht. Und Alonso zum Beispiel hat sich dann gefreut, dass er im Rennen so nach vorne kam und überhaupt keine Reifenprobleme hatte. Track ist aber gerade frei, da hinten kommt jemand an. Gucken, ob ich jetzt auf diesen Reifen schneller fahren kann. Ich werde irgendwo Strom spannen müssen, das ist klar. In den ganz langsamen Ecken hier hinten zum Beispiel. Die ersten beiden Sektoren werde ich wohl auf Mittel fahren. Okay, es war zu viel des Guten. Jetzt die Runde gleich mal langsamer. Also die ersten Kurven gefallen mir bisher noch gar nicht bei mir. Sind nämlich viel zu schlecht. Strom gerade im roten Bereich. Weit in, komme ich da ganz zu nah. Zehntel Rückstand. Kein linker Hinterreifen hängen geblieben. Strom immer noch leicht im Roten, 1,6 Zehntel Rückstand. Zeit grün, Strom wird gerade. Zeit passt, wenn ich jetzt hier nicht versaue. Und Lila. Hat die Einstellung auch geschafft. Wieder schlecht genommen, die erste Kurve. Der Rest war jetzt ordentlich, aber die erste Kurve ganz beschissen. Fahrer vor mir. Und ja, ihre beste Rundenzeit beträgt 1,42,9. Etwas zu früh gebremst. Ja,
Aber sie können davon auf. Und was ist da draußen? Aber ja, die Lila sind Spitzenklasse. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Schön hier rausgekommen. Zeit, ist die gleiche. Da habe ich mich nicht nochmal verbessert. Aber gut. Mal gucken, ob Hülkenberg jetzt die erste Zeit für uns liefert. Den gescripteten Kram, den kann ich mir sparen. Bin mal gespannt, was bei der Rennstrategie bei rumkommt, was für ein Reifenabnutzungsfaktor und dann ganz besonders, was für eine Strategie bekommen wir vorgeschlagen. Das dann aber erst im Rennen. Ich glaube aber, ich will wieder weniger Abtrieb auf der Hinterachse haben. Auf der Geraden bin ich ja so oder so anfällig und die Kurven gehen mit den Lilas super. Qualifying Tempo. Ja, 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 das kommt noch alles. Sektor 2 und Spitzengeschwindigkeit, ich glaube, das schaffe ich überhaupt nicht. Unsere das beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 43,2. Und Hülkenberg hat eine Zeit auf Lilas. Die war aber noch nicht so schnell. Wenn ich dann unsere bisherige Bestzeit denke. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ricardo auf den gelben Reifen, wir auf den rosa Reifen. Nicht weit voneinander weg, aber ich bin ja schon auf Lila schneller gefahren. Deutlich schneller. Da werden wir so viel investieren können. Wir brauchen 7000 Ressourcenpunkte für den Antrieb. Und dann können wir ja pro Abteilung 2 Verbesserungen gleichzeitig laufen lassen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ob es 3 werden oder wirklich gar 4. Jetzt erstmal T3. Rennstrategie auf den Lilas, genau. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Gerne doch. Der Wagen läuft nämlich gut auf diesen Reifen. Gefällt mir bisher. Macht Spaß. Kontrollpunkt gespeichert. Na schön. Es war schon mal dunkler, es war aber auch schon mal heller. Das ist auch noch eine coole Lichtstimmung. Aber nichts geht in Singapur über die tiefe Nacht. Alles schwarz. Wetterbericht. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran.
Hinter uns ist gerade niemand. Zu spät gebremst. Also abgesehen von meinem Lauf mit den gelben Reifen war ich bisher doch ziemlich gut unterwegs. Ich blende dieses Nasenanschlagen mal aus am Ende von T1. Aber ich muss aufpassen. Wenn du dich hier verbremst, musst du sofort erkennen können, kriege ich die Kurve noch oder musst du die Lenkung aufmachen, um dich dann in der Auslaufzone wieder herumzudrehen. Schlenker auf dem Randstein, nicht gut. Zum zweiten Außen. Auf die Zielzeit 3,5 Zehntel Vorsprung. Sektor 1 ist mein, in Anführungszeichen, Paradesektor auf dieser Strecke. Dann ist zweiter Außen. Sechs Zehntel Vorlauf, davon ist jemand. Es wirkt rot wie ein Ferrari. Hat man nicht auf die Streckenkarte geschaut. Muss ja auf die Fahrbahn, auf die Strecke achten. Ja, ist ein Ferrari. Sieben Zehntel Vorlauf. Schnell fahren, wie es geht, aber die Reifen nicht ruinieren. Einfach so gut es geht, das Rennen simulieren. Wobei, da müsste ich halt auch mit mehr Sprit herumfahren. Dass man das nicht einstellen kann, dass man hier schon mit dem Renntank herumfahren kann. Schade. Der erste Sektor war jetzt nicht gut. Viel zu viele Randstellen mitgenommen. Und den Wagen rumkommen lassen. Tolle Leistung bis hier. Wir bekommen großartige Daten. Danke. Wieder zu früh eingelenkt. Es war zu weit außen. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt die Runde bei 1,42,9. Schön spät gebremst, zu Veranstein. Der Band die Nase links abgelesen. Blöde Kurve, nicht gut erwischt. Das war zu Veranstein. Das merke ich jetzt hier besonders. Noch einen minimalen Vorsprung. Auf die eigene Bestzeit. Zeit außen. Mist. Kann ich hier später aufs Gas steigen? Jetzt habe ich auch keinen sechsten Gang. Jetzt bin ich hier zu weit innen gewesen. Aber hier bin ich ja vorhin ganz schön herumgehoppelt und herumgerutscht mit der Rennsteinfahrerei. Habe ich nämlich wieder knapp 2 Zehntel Vorlauf, auch wenn ich hier wieder nicht gut war. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Das waren doch mal ein paar gute erste Kurven. Knapp 2 Zehntel gewonnen. Den Ferrari immer näher. Vettel hinter uns, Perez auch. Hinter der Gang, zu niedrig.
Drittes hier im Ideal in der rechts in der Linkskurve. Oh Gott. Ob ich die Zeit noch finde? 2 Zehntel Rückstand. Jetzt war ich auch zu langsam. Jetzt muss im letzten Sektor gezaubert werden. Das hier klappt schon mal besser als letzte Runde. Anderthalb Zehntel noch Rückstand. Kriege ich nicht mehr ganz weit, schade. Jetzt kommt da jemand raus, toll. Aber hinter uns. Nochmal ein knappes Zehntelchen gefunden, wobei die letzte Runde hier schon gut war. Aber das steckt noch mehr drin, das merke ich. Jetzt war ich hier langsamer, 500. Rückstand. Zöllen. Und wieder Vorlauf auf die eigene Bestzeit. Wieder spät, deswegen mal der zweite. Das war echt blöd an der Brücke. Etwas mehr als ein Zehntel Rückstand. Wieder ein Stück zu weit außen. Nicht so schlimm wie vor 2 Runden, aber zu weit außen. Hier bin ich jetzt schön rausgekommen. Hier auch. Großartige Runde. Jetzt gibt's Windschatten. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Das wird jetzt hier aber auch eher nerven mit dem Windschatten. Hau ab. Wie meine Zeit hier nach oben springt. Man merkt aber deutlich, gerade ist nicht unser Territorium. Die Runde wird jetzt nicht mehr gut, weil er einfach im Weg ist. Drauf hassen will ich auch nicht, deswegen halte ich lieber etwas Sicherheitsabstand. Ich kann schon mal gucken, wo die KI in etwa ein paar Probleme haben könnte. Kaum geht es wieder auf die Gerade hinaus, dann wir es nachsehen. Das war massiv. Dabei ist das Stück gar nicht lang gewesen. Hier wurde ich ganz oft von der KI geschnupft, an dieser Stelle auf der Brücke. Jetzt fährt er uns wieder davon. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Aber ich war die 4 Runden ziemlich konstant, also das freut mich. Die Lederreifen sind einfach super. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:02. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:42. Update, beste Runde. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1:42,7. Ständig kommen Kack Unterführung dazwischen. 42,7. Drei Zehntel langsamer als meine bisherige Bestzeit. Da hat jemand Zuckung am linken Arm. Also eine 1:3 werde ich nicht mehr schaffen. Nicht mehr im freien Training. Aber jetzt werde ich gleich mal ein paar Reserven freischalten können.
beim Qualifying-Tempo. Schön. Die erste Runde weicht noch am meisten ab, aber Runde 2, 3 und 4, richtig schön. Reifenabnutzungsfaktor 0,77. Seitdem ich da drauf schaue, ist das jetzt der niedrigste Wert. Okay, wie du weißt, ist das die dritte und letzte freie Trainingssession des Wochenendes. Wenn wir unser Qualifying-Programm durchführen wollen, was ich dringend empfehle, ist das unsere letzte Chance. 325 von 345 Ressourcenpunkten. Stand jetzt. Die Hypers, raus. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Na dann. Ein Lama Williams. Ob ich jetzt eine 1,41er hinbekomme. Auf Fett werde ich fahren und auch etwas mehr Strom geben. Aber noch nicht jetzt. Am Startziel ist niemand. Fahrer vor mir. Verstappen liegt vor dir. Die beste Rundenzeit beträgt 1,42,7. Die ganzen Flecken auf den linkeren Vorderreifen gerade, als wir aus der Box sind. Unbedingt dann spätestens im Qualifying nochmal gucken, wie groß die Reifenunterschiede zeitlich sind. Hinter uns ist gerade keiner und die da vorne, der Ferrari und der Red Bull, die werden sich hoffentlich nicht zu sehr ärgern, dass wir dann deutlich näher kommen. Das war zu weit innen, zu früh eingenommen. Jetzt wird es den letzten Sektor mal recht schnell fahren. Ein Stück zu weit außen. Fett bleiben wir. Strom werden wir uns etwas einteilen. Muss das jetzt sein? Ein rosa bereifter McLaren. Immerhin macht du gut Platz. Mal 7 Zehntel schneller. Immer den vierten durchgezogen. Knapp 3 Zehntel auf die Zielzeit Vorsprung. Spitzengeschwindigkeiten, ein Sektor 2. Auf dem kurzen Stück Spitzengeschwindigkeit. Ah, fast zu weit außen gewesen. Jetzt war ich hier zu weit innen. Knappe 7 Zehntel Vorsprung. Ziel die 7. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage, ich zeige dir die Zahlen. So durchgehend zufrieden bin ich mit den ersten Kurven aber immer noch nicht.
Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 51,3. Da fährt jemand eine 40er. Status-Team, Kollege. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Man kann sich's erlauben. Status-Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Er auch. Mit der bisherigen Punkteausbeute, vor allem nach Monza, schiebt Leclerc eine ganz ruhige Schiene. Der Williams kommt wieder ran. Ist gar kein Williams. Ist der McLaren. Gucken, ob der uns gleich wieder vorbeilassen will. Wobei der ist ja jetzt selbst auf seiner schnellen Runde. Der Williams kam ja aus der Box. Der McLaren ist schon noch in der älter. Boxenstopp. Boxenstopp. Kann ich diese Runde reinholen? Fahrer hinter mir. Bottas hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,42,0. Zeit notiert. Die Spitzengeschwindigkeit, die habe ich nicht bemerkt. Also Sektor 2 haben wir alle gesehen. Aber die Spitzengeschwindigkeit bin ich schuldig geblieben. Ich werde mal auf die Ressourcenpunkte gucken, bevor ich die Teile umbaue. Ja, 340 von 345 Ressourcenpunkten. Das Ziel war die 11, wir haben die 7 geschafft. Geschätzte beste Rundenzeiten. 40,8 bis 42,5. Was für eine Spanne. Bei 1 Minute 41,3. Geschätzte Polezeit ist schneller als unsere bisherige Bestzeit. Spitzengeschwindigkeit. Na gut, Teile umbauen. Welche denn? Ich hätte mir erstmal Hülkenberg. Hat er überhaupt schon was? Ne, da war er ja noch gar nicht draußen. Er sei jetzt was gefahren. Er fährt gerade. Gut, dann bauen wir jetzt um. Lassen umbauen und dann gucken wir, was Hülkenberg gefahren ist. Das letzte Rennwochenende fürs Getriebe, ne? Ja. Also, diesen Motor benutzen wir definitiv nicht mehr. Diesen sowieso nicht. Nicht mehr im Rennen. Dann werde ich mir den 31er da gönnen. Nein, nein, womöglich ja, wobei der 10er. Ah komm, das Ding geht. Wir haben davon plus 4. Da muss ich noch mehr aufs Ganze gehen. Das ist definitiv zu alt. Ist auch nicht mehr so frisch. Hier werde ich nicht die 61 nehmen, aber auch nichts ganz Frisches, das ist klar. Dann nehmen wir den 31er und hier den 13er, die 13er Steuerelektronik, Steuergeräte für uns, gut. Setup passt soweit, kann man behalten. Benzin werde ich noch einstellen. Aber nicht jetzt, dann gucken wir jetzt mal, was Hülkenberg gefahren ist. Da auf der 11 ist er. Eine 43er. Kurve 7 ist der beliebteste Ort für Überholmanöver. Fahr schön weit in die 5 ein. Geh nicht zu weit über die Seite, weil dir sonst Bodenhaftung fehlt und du untersteuerst. Aus der 6 kommst du flach heraus und für die 7 ist starkes Bremsen angesagt. Neben der Ideallinie ist es sehr uneben und schmutzig. Schmutzig, habe ich verstanden. Mit 43er bin ich ja doch auf den Hypers gefahren. Ich habe gerade eben Lila aufgeschrieben, das war natürlich Hypers. Aber mein erster Versuch auf den Reifen, auf den Rosalies,
War eine 43,2. Die war aber nicht so gut. Und jetzt eine 1,41,3. 1,9 Sekunden schneller. Okay. Alles notiert. Dann können wir frohen Mutes ins Qualifying gehen. Q2 muss auf jeden Fall sein. Gewissermaßen auch irgendwie Q3. Spitzengeschwindigkeit. Leider kann ich meine eigene Spitzengeschwindigkeit nicht gucken. Hülkenberg fährt vielleicht gerade noch. Dann können wir mal gucken, was er geht. Er ist 19. 291. Wir sind womöglich 20. Alter Ericsson, 302. Ist jetzt kein großer Unterschied. Ah, für Singapur auf einer Geraden. Die einzige Überholstelle. In dieser langen DS-Zone. Am Ende des ersten Sektors. Da kann er schon sehr entscheidend sein. Der hilft ja auch kein gutes Durchkommen durch die ersten drei Kurven. Du musst da Land gewinnen. Nur 11. 296. 294. Aber auch erstaunlich, was Ricardo gehen kann. Fast 300 Sachen. Und dabei bin ich bisher auf ziemlich fetten Einstellungen gefahren. Aber womöglich wurden die gar nicht gemessen. Na gut. Schnell noch was zu den Reifen. Wir müssen Nein. Die zwei am meisten abgenutzten Sets am Ende dieser Session zurückgeben. Sie sind dann sozusagen für immer weg. Also überlege dir gut, wie du das einsetzt. Benutze keine Sets, die du später noch brauchst. Zu spät. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Ricardo und der Eismann. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon aufs Qualifying. Leichter Wagen und tolle Reifen. Und ich bin ganz besonders aufs Rennen gespannt. Ein-Stop-Strategie mit Rosa und Lila, das wär's. Also bevor ich ans Rennen denken kann, muss das Qualifying einfach sitzen. Vor allem darf ich den Wagen nicht wegwerfen. Zu Beginn des freien Trainings war es noch etwas wüst, wurde aber mit mehr Praxis besser. Einmal nicht aufgepasst und Aufhängung oder nur Nase ab, würden uns wieder ordentlich zurückwerfen. Also gar nicht so weit kommen lassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.